Willkommen zu einer neuen Folge der Loxa News. Heute soll es gehen um das Chaos um AstraZeneca-Impfungen, um die begonnenen Verschärfungen im Freizeit-Lockdown und um Arbeitskämpfe bei Amazon. Zuerst zum Hin und Her mit der AstraZeneca-Impfung. Viele von uns haben letzte Woche aufgeatmet, der Impfstoff wurde nur kurz pausiert. Wenig später aber ein neuer Dämpfer. Mit der Entscheidung der Ständigen Impfkommission und des Gesundheitsministeriums, den Impfstoff von AstraZeneca nicht mehr an unter 60-Jährige zu verimpfen, ist das Chaos perfekt. Das neue Impfdebakel zeigt auf neue Weise altbekannte Probleme des Kapitalismus auf. Zu Beginn der Impfkampagne in diesem Land sollte der Impfstoff nur an Jüngere verimpft werden, da seine Wirksamkeit bei älteren Menschen in Frage stand und ein nicht vollständiger Schutz gegen das Coronavirus sich bei älteren Menschen deutlich dramatischer auswirken könnte. Nun aber soll ausgerechnet die andere Hälfte der Gesellschaft auf das Vakzin verzichten, da es allein in Deutschland in bislang mindestens 31 Fällen zu Blutgerinnseln in den Hirnvenen gekommen war. 9 der Betroffenen sind daran verstorben. Zynisch könnte man sagen, dass wohl die einzigen Menschen, die sich um den Impfstoff hierzulande keine Sorgen machen müssen, alle 60- bis 64-Jährigen sind. Denn nur für diese 5 Jahrgänge wurde bisher keine Warnung ausgesprochen. PolitikerInnen wie Markus Söder suchen derweil ihr Glück in der Flucht nach vorne und banalisieren die Probleme, die mit dem Impfstoff einhergehen und die entsprechenden Ängste der Menschen. Die Frage, wer sich mit dem AstraZeneca-Vakzin impfen lässt, ist für Söder offenbar eine Art nationale Mutprobe, denn er sagte, irgendwann wird man bei AstraZeneca speziell mit sehr viel Freiheit operieren und sagen müssen, wer will und wer sich's traut, der soll auch die Möglichkeit haben. Wäre AstraZeneca der einzige verfügbare und entwickelte Impfstoff, so würde sich sicherlich die Frage der Risikoabwägung zwischen den verhältnismäßig seltenen tödlichen Nebenwirkungen und den Gefahren des Coronavirus anders stellen. Aber Fakt ist, dass nach derzeitigem Kenntnisstand sowohl weltweit als auch in Deutschland diverse Impfstoffe verfügbar sind, die mindestens die gleiche, wenn nicht eine höhere Wirksamkeit als AstraZeneca aufweisen und weniger schwere Nebenwirkungen mit sich bringen. Verständlich also, wenn Menschen die angebotenen Impftermine mit diesem Impfstoff nicht wahrnehmen. Entweder um das Risiko von Komplikationen zu vermindern oder um sicherzustellen, dass sie voll gegen das Virus geschützt sind. Vor dem Hintergrund von faktischen Impfprivilegien, die im Hintergrund des politischen Tagesgeschehens vorbereitet werden, wie beispielsweise einem europäischen Impfzertifikat und Modellprojekten für die Wiedereröffnung von Konzerten, entwickelt sich das Problem aber auch zu einer zynischen Abwägungsfrage. Wer aufgrund seines Alters, beruflichen oder gesundheitlichen Situation keine Priorität genießt, muss eben überlegen, ob er sie den risikoreicheren Impfstoff nimmt oder lieber doch noch ein paar Monate länger auf seine oder ihre Freizeitgestaltung verzichtet. Erschwerend kommt hinzu, dass wir dieses ganze Debakel vor allem dem Kapitalismus zu verdanken haben. In einem sozialistischen Wirtschaftssystem wäre nämlich keinesfalls ausgeschlossen gewesen, dass verschiedene ForscherInnen an unterschiedlichen Impfstoffen und an ihren unterschiedlichen Ansätzen geforscht hätten. Nur wäre nach einer notwendigen Testphase selbstverständlich der wirksamste und am besten verträglichste Impfstoff mit allen notwendigen und verfügbaren Kapazitäten produziert worden. Im Kapitalismus jedoch haben die Regierungen der größten Industrienationen, schon bevor der Impfstoff überhaupt fertig entwickelt war, Berge an Kapital zur Verfügung gestellt und gewaltige Kontingente von Impfstoff im Voraus gekauft, damit die Pharmariesen überhaupt mit ihrer Produktion anfingen. Die Profite schöpfen diese nun jedoch privat ab. Einer Freigabe der Patente sperren sie sich beharrlich. Die VerteidigerInnen dieses Systems nennen so etwas unternehmerische Planungssicherheit. Ehrlicher wäre es offen zu sagen, die Sicherheit der Profite geht vor der Sicherheit der Menschen. Nun zum verschärften Freizeit-Lockdown. In der letzten Woche hat ein eindrückliches Beispiel gezeigt, was inzwischen auch zahlreiche Studien ebenso eindrücklich belegen. Der Arbeitsplatz ist ein Infektionshotspot. Auf der deutschen Lürsenwerft am Standort Bremen-Aumund ist es zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen. Davon betroffen sind bisher 105 MitarbeiterInnen mehrerer Unternehmen, die auf der Werft tätig sind, wie buten-und-binnen.de berichtet. Zuvor war die Rede von einer mittleren zweistelligen Zahl Mitarbeiter eines griechischen Subunternehmers. Das Bremer Gesundheitsamt hatte zur Vorsicht 1060 Menschen testen lassen, jede 10. Person hatte sich offenbar infiziert, und zwar mit der britischen Corona-Mutation. Die Personen kommen aus verschiedenen Kreisen, auch außerhalb von Bremen. 12 der positiven Beschäftigten lebten in der Stadt Bremen, 52 im Landkreis Wesermarsch und 21 in Bremerhaven, hieß es aus dem Gesundheitsressort in Bremen. Die 20 weiteren Betroffenen leben demnach in anderen Landkreisen. Alle positiv getesteten Beschäftigten befinden sich wohl in Quarantäne. Auch die Lürsenwerft selbst bestätigte inzwischen den Ausbruch. Doch obgleich es zu einer Massenansteckung kam, wird der Bau von Kriegsschiffen und Luxusjachten nicht gestoppt.
Der Werftbetrieb wird unter Einhaltung unserer Präventionsmaßnahmen und im Rahmen unseres Hygienekonzeptes fortgeführt, heißt es in einer Mitteilung. Das Unternehmen wird in vierter Generation geführt, derzeit von den Vettern Peter und Friedrich Lößen. Schon im Ersten und Zweiten Weltkrieg produzierte er Schnellboote, unter anderem für die deutsche Wehrmacht. Die geplanten Maßnahmen passen nun überhaupt nicht zum tatsächlichen Infektionsgeschehen. Die Bundeskanzlerin und zuletzt auch Söder sprachen deswegen davon, die föderale Struktur in Sachen Infektionsschutz zu umgehen. Söders Vorschlag? Per Bundesgesetz eine Notbremse, die dann die Infektion wie immer eindämmen soll, indem sie die Kontakte im Privaten maximal beschneidet, um die Infektionszahlen an den Produktionsstätten tragbar zu machen. Tragbar zumindest für die Wirtschaft, nicht für die Erkrankten oder deren Angehörige. Zuletzt möchte ich von Arbeitskämpfen berichten. Beim Pandemiegewinner Amazon sollen deutschlandweit 5000 neue Stellen entstehen. Währenddessen haben Gewerkschaften und ArbeiterInnen einen europaweiten Osterstreik organisiert. In einigen Briefkästen steckte in der letzten Woche wieder Wurfsendungen. Amazon sucht neue MitarbeiterInnen. Der Online-Händler warb auf diesen Flyern mit einem Gehalt von 13,50 Euro brutto und einer schnellen Antwort. 5000 Stellen will der Konzern in Deutschland schaffen. Somit stiege die Zahl von 23.000 Beschäftigten auf 28.000. In der Karwoche streikten ArbeiterInnen an den Standorten Leipzig, Rheinberg, Werne, Bad Hersfeld und Koblenz. Im Jahr 2020 konnte der Konzern einen Umsatz von 24,7 Milliarden Euro verzeichnen und das ausschließlich in Deutschland. Weltweit sind 1,3 Millionen Menschen von dem Unternehmen abhängig. Keiner dieser MitarbeiterInnen hat einen Tarifvertrag. Genau für solch einen Flächentarifvertrag wie auch im Einzel- und Versandhandel legten nun die MitarbeiterInnen von Amazon die Arbeit nieder. Seit rund 8 Jahren schon wird am Standort in Leipzig für einen Tarifvertrag gestreikt, bisher ohne Erfolg. Diesmal soll der Streik nicht nur in Deutschland organisiert werden, sondern auch in Italien. Dort begannen bereits vor einer Woche zehntausende MitarbeiterInnen mit einem Arbeitskampf. Die Streikwelle soll das Ostergeschäft treffen. Diesmal wird der Konzern in Deutschland seit der Nachtschicht von Sonntag auf Montag für 4 Tage bestreikt. Dabei gibt Amazon sich gelassen, sein Ostergeschäft ohne große Einschränkungen fortsetzen zu können. Die ArbeiterInnen bleiben unbeirrt. Wenn euch die Lockdown-News in dieser Woche gefallen haben, dann unterstützt uns, indem ihr diesen Beitrag verbreitet oder, wenn ihr die Möglichkeit habt, auch mit einer Spende.